Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuen Video. Ich habe in meinem letzten Video ja die Samsung Galaxy Watch 4 getestet. Im heutigen Video zeige ich dir den Test zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic, was ja der Nachfolger der Samsung Galaxy Watch 3 ist und warum sie meiner Meinung nach bei schmalen Handgelenken zu Problemen führen kann und welche Funktionen sie hat. Das zeige ich dir gleich. Ich habe sie natürlich auch schon in unseren neuen Smartwatch Finder eingeführt. Den findest du auf unserem Blog und kannst damit neben dem Preis auch Funktionen, die dir wichtig sind, filtern und dann werden dir die Wearables, die das Ganze erfüllen, angezeigt. Und du kannst auch das Ganze dann miteinander vergleichen, sowohl Smartwatches als auch Fitness-Tracker. Und wir schauen uns jetzt gleich zunächst die technischen Daten an, werfen dann einen Blick in die Details der Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dann zeige ich dir natürlich ein paar Funktionen. Ich zeige dir auch die Apps, die du brauchst, berichte von meinen Erfahrungen und dann gibt es ein kurzes Fazit meinerseits. Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic in der 42mm Bluetooth-Variante hat eine UVP von 369 Euro. Das 1,2 Zoll große AMOLED-Display hat eine Auflösung von 396x396 Pixel und die Uhr ist 46,5 Gramm schwer. Sie hat eine Akkukapazität von 247 mAh, was laut Hersteller für eine Laufzeit von 40 Stunden ausreicht. Von dem 16 GB internen Speicher sind 7,6 GB frei verfügbar. Auf ihr ist das Betriebssystem Wear OS installiert und sie ist mit GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC und diversen Sensoren ausgestattet. Schauen wir uns zusammen die Details der Uhr an. Im Lieferumfang enthalten sind neben einer Garantiekarte natürlich auch wieder eine Kurzanleitung, die auch die deutsche Sprache umfasst und natürlich auch ein Ladekabel, hier wieder mit einer induktiven Ladeplattform, auf die du die Uhr einfach drauflegst und dann wird die kabellos geladen. Auch hier ist es wieder so, dass das Ladekabel auf verschiedene andere Watches von Samsung passt, wie zum Beispiel die Galaxy Watch 3 oder die Active 2. Und wenn wir uns dann die Uhr selber anschauen, ist es hier auch wieder so ein rundes Uhrendesign. Ich habe hier die 42mm Variante mit Bluetooth-Ausstattung in der Farbe Schwarz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl. Auf der Rückseite findest du wieder die Sensoren für die SpO2 oder beispielsweise auch die Herzfrequenzmessung. Du kannst auch hier wieder ganz einfach die Armbänder austauschen. Auf der Seite auch wieder die zwei Funktionstasten, mit denen du einmal im Menü einen Schritt zurückgehen kannst, aber auch wieder auf den Startbildschirm kommst. Auch hier ist wieder ein Mikrofon und ein Lautsprecher verbaut. Und auch hier ist es so, du kannst das Display einmal per Touch bedienen, aber auch mit einer drehbaren Lünette. Auch hier wieder die Besonderheit von Samsung. Und so viel zu den Details. Wir gehen weiter. Schauen wir uns nun gemeinsam ein paar Funktionen der Samsung Galaxy Watch 4 Classic an. Ich zeige natürlich nicht alle, denn das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Und wir starten direkt mit den Sportmodi hier. Nicht nur ganz viele verschiedene zur Auswahl, sondern auch Outdoor-Aktivität mit GPS und die Möglichkeit, den Workout-Bildschirm anzupassen. Du hast auch hier die Möglichkeit, dir eine automatische Pausen- bzw. Startfunktion einzustellen. Und durch den internen Speicher kannst du Musik runterladen, auf die Watch das Smartphone dann zu Hause lassen oder das Smartphone mitnehmen und koppeln und dann auch während der Aktivität steuern. Ansonsten hast du auch hier ganz neu das Thema Körperwerteanalyse, sowas wie Gewicht, Körpermasse, Körperwasser. Bei der Schlaffunktion bzw. dem Schlaftracking ist es so, neben den Phasen, was man ja schon kennt, kannst du hier auch einstellen, dass über den Schlaf hinweg dauerhaft die SpO2-Messung erfolgt und dass eine automatische Schnarcherkennung dabei ist. Bei der Schnarcherkennung ist es so, du brauchst hier nochmal ein gesondertes Abo, das kostet derzeit 2,50 Euro im Monat. Und dann sind noch so allgemeine Sachen dabei wie SpO2-Messung, Pulsmessung, Stresslevelmessung und du hast die Möglichkeit, wenn du ein Samsung-Smartphone hast, hier Blutdruck und EKG dir anzeigen zu lassen und zu tracken. Wie gesagt, Samsung-Smartphone exklusiv und die Möglichkeit, hier diese Kacheln, sogenannte Widgets, anzupassen, was du noch gerne angezeigt haben möchtest, beziehungsweise was du vielleicht nicht angezeigt haben möchtest. Natürlich ist auch das Thema Benachrichtigung hier mit dabei. Du kannst dir Emojis anzeigen lassen in Farbe, kannst darauf auch reagieren und es werden dir auch Bilder angezeigt und du kannst auch Anrufe entgegennehmen, über die Smartwatch führen. Wenn du wie ich die Bluetooth-Variante hast, dann muss das Smartphone gekoppelt in der Nähe sein. Wenn du die LTE-Variante hast, dann hast du eine eSIM oder kannst eine eSIM reinmachen und dann brauchst du das Smartphone nicht in der Nähe. Du hast auch hier die Möglichkeit, dir App
Apps zu installieren. Dadurch, dass es jetzt Wear OS und nicht mehr Tizen als Betriebssystem ist, ist der Google Play Store mit dabei. Vorinstalliert, was das Bezahlen angeht, ist Samsung Pay. Du kannst aber einfach über den Google Play Store dir Google Pay installieren. Und so Sachen wie Music von YouTube und Spotify. Was den Sprachassistenten angeht, ist es so, war ja groß angekündigt, dass Google Assistant mit dabei ist. Der ist derzeit noch nicht verfügbar. Ich bin gespannt, wann er kommt. Und so Sachen wie Google Maps sind auch mittlerweile drauf. Ansonsten hast du auch noch die Möglichkeit, hier die Wassersperre einzurichten. Das heißt, wenn du schwimmen gehst oder wenn du duschen gehst, dann hast du einfach die Möglichkeit, den Bildschirm zu sperren und nur über die Lünette zu steuern. Und wenn du die wieder rauskriegen willst, musst du einfach ganz lange da draufklicken und dann gibt es ein kurzes Signal. Ja, das war's zu den Funktionen. Wir gehen weiter. Schauen wir uns gemeinsam die Apps an, die du brauchst, um die Samsung Galaxy Watch 4 Classic zu nutzen. Zum einen brauchst du die Samsung Wearable App, zum anderen brauchst du die Samsung Health App und wenn du ein Samsung Smartphone hast, dann auch noch die Samsung Health Monitor App für EKG und Blutdruck. Und wenn wir uns dann die Wearable App als erstes anschauen, ist das die App, die du brauchst, um deine Uhr zu verwalten. Neben so Sachen wie Zifferblätter, wo du einfach eine Auswahl hast und das Ganze anpassen kannst, kannst du auch hier verschiedene Sachen, die du über die Uhr schon machen kannst, machen. Kacheln, diese Widgets ordnen und hinzufügen bzw. abwählen und über Uhreneinstellungen das Thema zum Beispiel Benachrichtigungen, welche Apps dir Benachrichtigungen schicken dürfen. Bei erweiterte Funktionen beispielsweise das Thema Gestensteuerung von Anrufen. Aber auch so Sachen wie Kontensicherung und Software-Update. Die Samsung Health App ist die App, die du brauchst, um einfach deine Gesundheitsdaten und Trainings auf einen Blick zu haben. Du gehst immer rein und hast dann einfach wieder eine Detailansicht. Bei dem Thema Community ist es so, hier hast du die Möglichkeit, zum einen Herausforderungen zu starten, aber auch deine Freunde herauszufordern. Und bei dem Thema Fitness hast du verschiedene Fitnessprogramme. Und auch so Sachen wie Mediation, Schlafgeschichten und Musik. Das war's zu den Apps. Wir gehen weiter. Nachdem Samsung und Google die Watches ganz groß angekündigt haben, waren meine Erwartungen dementsprechend hoch und die wurden bei der Samsung Galaxy Watch 4 Classic auch wirklich gut erfüllt. Denn zum einen im Vergleich zum Vorgängermodell der Watch 3 wurde das GPS bearbeitet und hat halt hier im Vergleich zu einer Runtastic App von Adidas gerade mal minimale Abweichungen und auch das Thema Benachrichtigung hat bei mir super funktioniert. Sowohl die Emoji-Unterstützung als auch die Bildunterstützung und die Reaktionen darauf. Da gab es keine Probleme bei mir. Was das Thema Musiksteuerung angeht, während der Aktivität und das Herunterladen in den Offline-Speicher hatte ich auch keine Probleme und auch die automatische Start- bzw. Pausenerkennung in den Aktivitäten oder bei den Aktivitäten hat innerhalb von wenigen Sekunden gegriffen und durch das Thema Tizen als Betriebssystem weg und Wear OS hin, habe ich die Möglichkeit, Google Apps zu nutzen und hier auch die Google Map App. Das finde ich persönlich sehr gut, denn im Vorgängermodell, also hier bei der Watch 3 war es so, durch Tizen musste ich über den Galaxy Store mir Drittanbieter-Apps runterladen und die haben nicht wirklich so gegriffen oder nicht so gut funktioniert. Google Maps funktioniert bei mir wirklich hervorragend. Ich habe die Möglichkeit, mir die Sachen auf die Watch anzeigen zu lassen und mir den Weg dann zeigen zu lassen. Und wenn ich irgendwie abbiegen muss, dann gibt es einen Vibrationsalarm, sodass ich immer weiß, jetzt passiert irgendwas oder jetzt muss gleich was passieren. Und was mich wirklich überrascht hat, war die guten Körperwertanalysen-Werte im Vergleich zu einer Körperwertanalyse beim Fitnessstudio über Elektroden. Vor 4 Wochen war es so, dass die Ergebnisse von der Watch gerade mal 1-2% abgewichen haben. Dafür, dass das wirklich nur am Handgelenk gemessen wird, finde ich das echt gut. Aber ich habe auch keine Erfahrungswerte, deswegen ist das für mich ein Nice-to-have und ein Gimmick. Und für mich nichts, wo ich jetzt irgendwie meine medizinischen Sachen drauf festnageln würde bzw. drauf auslegen würde. Was hat im Vergleich zu der Galaxy Watch 4 besser funktioniert? Das Thema der Lünettensteuerung. Hier war es ja so, dass ich bei der Galaxy Watch, dadurch, dass sie im Display verbaut ist, hatte ich mit dem Touch relativ viele Probleme. Die hat nicht so gut reagiert. Hier ist es ja draufgesetzt und deswegen gab es hier auch keine Probleme. Die hat immer gegriffen. Und auch das Thema Gestensteuerung, also Anrufe annehmen bzw. ablehnen, hat bei der Galaxy Watch 4 nicht so gut funktioniert. Da hat das Ablehnen gar nicht funktioniert und das Annehmen nur teilweise. Und hier bei der Galaxy Watch 4 Classic war es so,
beides hat immer direkt gegriffen und war deswegen besser. Was ist hier für mich noch verbesserungswürdig bei der Samsung Galaxy Watch 4 Classic? Zum einen das Thema der Sprachsteuerung. Google und Samsung haben ja ganz groß angekündigt, dass neben Bixby, also dem Samsung-eigenen Sprachassistenten, auch Google Assistant verfügbar ist. Das ist hier nicht der Fall. Weder vorinstalliert, noch ist der im Moment im Google Play Store erhältlich. Finde ich ein bisschen schade, wenn man schon groß ankündigt. Dann das Thema der Blutsauerstoffmessung während des Schlafens. Das hatte ich angestellt, aber er hat es einfach nicht genommen, hat also nichts getrackt. Und wenn man so schmale Handgelenke hat wie ich, ist es so, dass die Armbänder bei der Samsung Galaxy Watch 4 Classic sehr starr sind, gerade oben an den Befestigungen bzw. an der Uhr selber. Sie sind sehr breit und deswegen steht es bei mir auch relativ viel ab. Aber wenn ich dann beispielsweise die Armbänder von der Watch 3 zum Beispiel befestige, die ja schmäler sind, dann habe ich auch hier wieder weniger Luft dazwischen und kann das so ausgleichen, aber trotzdem so als Werklieferung ist das ein bisschen blöd. So viel zu meinen Erfahrungen. Wir gehen weiter zum Fazit. Kommen wir zu meinem Fazit zur Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Wann, glaube ich, solltest du dir die Smartwatch näher anschauen? Zum einen, wenn du ein typisches Uhrendesign als Smartwatch willst, wenn dir die Standortgenauigkeit wichtig ist und du die Google Apps nutzen möchtest. Wann, glaube ich, ist die Smartwatch eher nichts für dich? Zum einen, wenn du sagst, ich möchte eine längere Akkulaufzeit als 1 bis 2 Tage, wenn du nicht auf Funktionen verzichten möchtest und du ein schmales Handgelenk hast, wenn dir andere Funktionen wichtig sind, dann komm doch bei uns auf den Blog. Dort haben wir einen Smartwatch Finder, wo du Funktionen, die dir wichtig sind, ankreuzt kannst und auch den Preis eingrenzen kannst, dann werden dir die Wearables, die das erfüllen, angezeigt und du kannst sie auch noch miteinander vergleichen, sowohl Fitness-Tracker als auch Smartwatches. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare oder komm zu uns in die Facebook-Gruppe. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und mit der kleinen Glocke verpasst du keine Videos mehr. Ich sage bis zum nächsten Mal.